Ich habe hier zwei original verschlossene Getränkedosen mit dem für Getränkedosen typischen kohlensäurehaltigen Inhalt. Abgesehen von der ein oder anderen Beule sind diese Getränkedosen identisch. Die sind gleich hoch und die haben den gleichen Durchmesser. Und zumindest wenn der Hersteller die Produktion im Griff hat, dann haben die auch die gleiche Masse, denn die haben beide nominell eine Füllung von 0,33 Litern. Wir schauen uns jetzt mal an, wenn ich diese beiden fast identischen Getränkedosen eine schiefe Ebene runterrollen lasse. Die starten auf der gleichen Höhe und ich versuche sie, so gut es geht, gleichzeitig loszulassen. Und dann sehen wir, na, im Rahmen dessen, wie ich sie halt gleich hoch starten lassen kann und gleichzeitig loslassen kann, sind beide Getränkedosen gleich schnell unten. Das ist nicht weiter verwunderlich, die sind ja auch identisch. Jetzt gehe ich mal hin und schüttle diese eine Getränkedose, die oben so eine Beule hat. Ich gehe davon aus, dass jeder weiß, was mit dem Inhalt von Getränkedosen passiert, wenn man Getränkedosen schüttelt. Ich mache sie nicht auf. Muss man kräftig schütteln. Ups. So. Und dann machen wir das gleiche Experiment nochmal. Das heißt, ich lasse wieder beide Getränkedosen gleichzeitig hier runterrollen, von der gleichen Ausgangshöhe her. Und dann sehen wir, dass die Dose, die ich nicht geschüttelt habe, diese hier, schneller unten ist als die Dose, diese hier, die ich geschüttelt habe. Ist deutlich, oder? Müssen wir mal wieder aufschütteln. Ich finde, es ist deutlich. So natürlich nicht. Tja, woran liegt das? Diese Getränkedose hier, wenn ich die schüttele, dann passiert genau das, was wir alle kennen. Das Getränk schäumt und das füllt danach die gesamte Dose aus. Bei dieser Dose hingegen ist die Kohlensäure in diesem Getränk drin. Und wenn diese Dose jetzt hier runterrollt, dann wird das Getränk im Wesentlichen nicht in Rotation versetzt. Man sieht das ganz gut. Ich habe hier noch so ein Glas mit gefärbtem Wasser. Da kann man jetzt durchgucken, deswegen ist das ganz praktisch. So liegt die Getränkedose und im Wesentlichen versetze ich nur die Getränkedose, also hier den Glaskörper in Rotation, nicht aber das gefärbte Wasser. Das bleibt unten liegen in der Getränkedose. Also in der Getränkedose wäre das dann das Getränk. Ja? Bei dieser Getränkedose hier hingegen, bei dieser geschüttelten Getränkedose, habe ich nach dem Schütteln einen Vollzylinder. Während ich hier so eine Art, naja, Hohlzylinder habe mit einer sehr, sehr dünnen Wandung und auch mit einer für einen Hohlzylinder dann geringen Masse, habe ich hier nachher einen massiven Vollzylinder, weil das Getränk diese ganze Dose ausfüllt. Und damit wird dieses Wasser mit in Rotation versetzt. Warum? Damit ist das Trägheitsmoment von dieser Dose, wenn sie geschüttelt ist, deutlich höher als das Trägheitsmoment von dieser Dose mit dem nicht geschüttelten Getränk. Und damit, wenn ich die jetzt rollen lasse, wird bei der geschüttelten Dose mehr von der Lageenergie in Rotationsenergie umgewandelt als bei der ungeschüttelten Dose. Damit bleibt bei der ungeschüttelten Dose aber mehr von der Energie für die kinetische Energie zur Verfügung. Und damit ist die ungeschüttelte Dose schneller unten als die geschüttelte Dose.